So Leute, wir sind wieder zurück beim Bieten hier. Der Fabregas ist für 37.700 weggegangen. Löschen wir mal hier die Liste, das wird mir jetzt zu voll. Der Marcello läuft auch gleich aus. Da versuchen wir mal mitzubieten. Wenn er höher geht, dann kaufen wir uns einfach den, der in 2 Minuten ausläuft. Den Fabregas versuchen wir auch gleich zu bekommen. Gucken wir erstmal weiter nach ZOM. Und zwar den Modric. Suchen wir uns mal raus. So finden wir den wahrscheinlich nicht so toll. Da 20.000. Gucken wir mal, was der Wert ist. 21, ja, das wäre ja schon voller Schaffer, ja. Gucken wir mal, ja, nicht für ihn. Unbedingt, nicht unbedingt. Wenn er nur 20.000 kostet, spricht das nicht für ihn, nein. Aber ich habe mir die Werte angeguckt und der hat der Özil hat 2 Sterne auf dem zweiten Fuß und der Modric 4. Und ich finde, je nachdem, wie das sich auf der Passen auswirkt, ist das schon ärgerlich, wenn der dann Nubi-Nubi ist da. So, Marcelo, du bist gleich mein. Natürlich bietet da einer drüber. Da bieten wir jetzt aber nicht mehr mit, weil der danach ja auch noch ausläuft. Solange die sich jetzt hier nicht betteln, dürfte ich den nächsten eigentlich safe für mich haben. Das ist nur eine 83, ey. Dass der so teuer ist, hätte ich ja nicht gedacht. Scheiße. Der ist Brasilianer. Ja, trotzdem. Das ist der Grund, doch. Das ist wirklich der Grund. Na, Brasilianer sind immer ein bisschen teurer, weil eine geile brasilianische Mannschaft kann man sich mal eben schnell bauen. Ja, toll. Brasilianer sind immer die teuersten. Dahin, ey, Spacken. Seht ihr, und jetzt nimmt man den danach. Dann haben da doch 2 Leute drauf geboten und dann ist er danach wahrscheinlich meistens immer teurer. Dann ärgert man sich immer, dass man nicht den beim ersten noch mitgeboten hat. Ja, das kenne ich. Kann ich so bestätigen. Echt frech. Ich glaube, ich warte lieber auf den danach, der ist nur bei 53. Und die hier für 57 weggehen. Muss ich jetzt gerade nicht haben. So, in 4 Minuten geht's weiter. Gucken wir weiter nach Modric. Was haben wir denn hier noch? Der Kaká hat ja eigentlich auch gar nicht schlechte Werte, aber der ist echt ein bisschen langsam. Nein! Ja! Jawohl! 1-0. Der war ja schon gar nicht schlecht hier. Nice, der hat ein Tor geschossen. Alle mal jubeln! Yay! Ja, ich habe nach 5 Spielen schon die Season wieder überlebt. Echt? Das ist aber echt gut. Mhm. Jetzt hätte ich vielleicht dann fast meinen 5. Sieg im 6. Spiel. Schon nicht schlecht. Wenn das denn so wäre. Ja, gut. Alter. Kommen wir mal hier Real Madrid mal rein und. Also je nachdem, wie genau man seine Suchkriterien noch stellt, findet man noch den einen oder anderen Schnapper, weil es einfach von manchen Spielern echt zu viel gibt. Ich weiß ja nicht, wie du das immer machst, aber ich suche mir den Spieler aus, meinetwegen nimmst du Marcelo und dann suchst du dir erstmal den billigsten für Sofortkauf raus. Damit du ungefähr weißt, wie teuer der ist. Ja. Und dann kannst du gucken, dann machst du halt dann irgendwie ein bisschen was drunter unter dem höchsten Sofortkauf, der zurzeit da ist. Und dann versuchst halt darauf zu bieten. So mache ich das meist. Bei Modric ist das alles 18.000, ja. Ja? Ja, vielleicht ist auch einer für 17.750 drin, was weiß ich. Sofortkauf? Ja. Ja, kann ja sein. Weiß ich nicht. Ich gucke die Luki mal, ja. Macht auf jeden Fall, also ich finde das halt ganz relativ sinnvoll dann. Also du meinst, man sollte sofort kaufen mit einstellen? Nein, nicht kaufen! Nur damit du siehst, wie teuer der wirklich ist. Ja, also erstmal gucken, ob überhaupt einer günstig da vielleicht drin ist. Vielleicht ist ja auch per Zufall gerade einer irgendwie per Fail drin für 10.000. Das hat man ja, sieht man dann in der All-Trade-Liste dann auch ab und zu mal, dass mal einer für richtig günstig weggegangen ist. So, ich sehe hier erstmal nur Kaká.
den kann man nicht für 17.000 kaufen, für 11 sogar. Da ist er 2 zu 0. Weil Jay fertigt alle Niger 1 ab. Ja, mittlerweile geht's wieder. Aber du hast dich ja auch ein bisschen eingespielt jetzt, ne? Mhm. Mit deinen Deutschen. Ich spiel mit den Russen. Ach, du spielst sogar mit den Russen. Haha, nice. Aber das letzte Spiel habe ich auch mit den Russen gespielt, da habe ich 5-1 gewonnen. Cool. Ach, Tauschstapel. Nein, nicht Tauschstapel, wir wollen. Ja, das ist halt voll das Glücksspiel. Entweder du kriegst halt so einen Bob wie einen von uns, oder du kriegst halt einen Trickser. Ja. Einen blöden Affen, der halt die ganze Zeit eine Scheiße gut spielt. Jay hat es auf den Punkt gebracht. Ein Affen, der einfach scheiße gut spielt. Ja. Für Nationalität hat der Modric? Kroatien ist der, glaube ich. Ach, Kroatien. Ja, Kroatien, das stimmt. Nein, warum macht ihr den denn nicht rein? So. Da gibt's keinen. Im Sofortkauf günstig. Schade. Wir könnten mal wieder ein paar Russen-EFs rausbringen heute, ey. Na, mal schauen. Die mal ein bisschen was verbessern. Wurde zu gut. Wir sind 2 Wochen lang kein Russen-EF rausgekommen. Echt? So lang? Ja. War relativ uninteressant für die, ne? Nicht überhaupt nicht uninteressant. Ja. Wenn mal so ein Eto-EF rauskommen würde, aber dann müsste es mal. Ja, Eto-EF muss ja erstmal kommen, ne? Also ich biete hier mal einfach Fabregas 36.000, den will so gar keiner haben. Bei 20 Sekunden immer noch kein Gebot. Gut, dass wir gewartet haben ein bisschen. Oh nein! Aber ist auch eigentlich eine scheiß Aufstellung, aber schon mal eine 3er in der Mitte, da weiß ich gar nicht, ob ich da noch eine Karte drauf packen muss für die Chemie. Vielleicht reicht das auch so. Ja geil, dann geht mein Fabregas direkt für 36 weg hier. Keiner bietet mit. Nein! Wie ist denn der Wert? Hä? Wie ist denn der Wert? 40. Oh, nice. So. Und ging gerade für 38 noch weg. Jiha! Da haben wir einen Schnapper gemacht. Sehr geil. Inaktive Mannschaft. Selten im Goldspieler. Die geile Sau ist nur 40.000 wert. Das ist unglaublich. Oh, 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 mein Marcelovic. Gerade auch weg. Komm schon, 57.000. Mann, nach deinem Modric bieten sie auch drauf. Ach, wir können nicht mal alle sonst holen. Ich suche jetzt mal nach meiner Aufstellung, wie viele Modric-Dinger es da gibt. Noch falscher. Ein weiter. Sind keine mit meiner Aufstellung verfügbar. Was ist das denn? Alter! Das ist ja strange hier. Das kriegst du voll auf die Nase, Jay. Arsch. Aber noch kein Gegentor, ne? So, der geht für 19,5 weg. Ja, guck mal, wenn 4-1-2-1 für den gleichen Preis weggeht wie die andere Ausstellung, ja, das ist ja irgendwie komisch. Was, für 19 geht der schon weg? Oh, scheiße. Was macht der denn jetzt? Boah, ich hasse das mit dem Pause. Da ist so ein 4-3-2-1-2. Was soll die Scheiße denn? Mach jetzt auch schon mal 18,5. Ich glaube, da werde ich mal ganz ungeduldig. Alter, die bieten 20.000 stehen. Das ist ja noch die Aufstellung. Na, das hat gerade nicht geklappt, aber die gibt es auch erst in 3 Stunden. Da 2 Stück. Wenn wir denn noch ein Spiel machen wollen. Halbe Stunde. Und ist schon drauf geboten. Also das kann schwierig werden. Da versuche ich lieber vorher nochmal einzukriegen, aber den kann ich ja gleich auf die Beobachtungssysteme stellen. Bieten mal auf den hier. 19.
Den tun wir auf die Beobachtungsliste. Boah, jetzt hat er einen richtigen Schnapper, Knipser reingeholt, ey. Wen denn? Helmes. Helmes? Der noch immer verletzt sein. Oder spielt er einfach gar nicht mehr bei Wolfsburg? Weiß nicht. Er hat doch Kreuzbandrissen oder so, oder? Stimmt, der hat sich verletzt, ja doch. Ich meine auch, die hätten fiese Verletzungssachen. So, wie viel ist denn der Silber wert? David Silber, 62.000. Das ist ja schon nicht ohne, ne? Wer ist denn dann jetzt bei dir dann LF? Pedro. Aber nicht der EF. Doch. Bin ich verkauft? Ich hab 3 Stück von dem. Ach so. Da an David Silva, direkt 4-3-2-1, geht in einer Minute weg. Direkt als ZM. Mich verarschen, da biete ich doch direkt drauf. ZM kostet direkt 6.000 mehr, ne? Ungefähr. Musst du bedenken. Falls die jetzt da gleich dick drauf bieten. Lass dich da nicht von abschrecken, wenn die nur 2.000 mehr bieten. ZOM zu ZM, oder was? Ja. Echt? Oh, das ist aber frech. Da ich ja 2 ZOM-Spieler habe, ist das schon ein bisschen doof. Nee, aber der, ah ne, der Silver ist doch ZOM. Krass. Ja, komm, 10 Sekunden. Oh, keiner bietet mit. 6. Ach, komm. Aber bei dem brauche ich auch noch ZM, auf jeden Fall, weil der aus einer anderen Liga stammt. Scheiße. Das ist schon geil, richtige Ausstellungen und richtige Dingens hier. Jawohl. Ich scher 2-0. 65.000, komm Junge. Bietet jetzt aber keiner drüber. Nach, komm, Wichskinder. Was sagst du, wie viel mehr ist sie wert? 6, 5 bis 6.000 schon. Echt? Arsch. Also als ich letztes Mal für ZOM gesucht habe. Das war jetzt mein letztes Gebot hier, 66. Dann soll es halt gewesen sein. Ja, wurde natürlich überboten. Nee, da warte ich lieber noch. So, mein Modric wurde auch überboten, dann nehmen wir einfach den nächsten hier. Da 66,5 ist er dann weggegangen. Modric geht für 20 weg. Gucken wir mal eher, dass wir einen kriegen, dass wir den hier kriegen. Den 24 Minuten. Das ist ja frech hier mit dem Silber. Was ist denn der Santi Casso? Ach, der ist auch nicht so mega geil. Und war wahrscheinlich der einzige geile David Silver für den Preis. Noch für die Ausstellung mal. Verein Manchester City. Ausstellung gibt es nicht. Umsonst 60.000. 61. 62. Versuch mal hier mal mitzubieten. Eine Aufstellung haben wir ja noch. Glaube ich, die ein oder andere. So. Dann versuch mal einen RF hier zu bekommen. Der spielt aber in der BBVA. Und schimpft sich Navas. Jesus Navas kostet 17.000. Der RM. Da ist er auch nicht. Dann ist der RM die Sau.
Hä? Okay, ich finde gerade keinen, aber ich muss gerade mal im Handeln gucken. Das ist doch wichtiger hier. Der geht noch eine Minute. Ja, so kann man schön den Tag verplempern, indem man sich eine neue Mannschaft kauft. Ja, wenn einmal langweilig ist, kann das hier mal machen. Oh ja. So, wieso finde ich den Navas denn nicht? Da haben wir ihn doch. Der Navas kostet 17.000, habe ich jetzt mal nachgeschaut. Da ist er schon 16.000. Da werden wir auch ein bisschen umformen müssen, weil der auch RM ist. Oh, da ist schon RA. 19.000. Ein RFA für 17.000. Bietet überhaupt einer hier 16.000 selbst auf den? Doch, da 15. 15 noch was. Und ich meine, RM zu R irgendwas wäre gar nicht so teuer, ne? Keine Ahnung. 2000 oder so. Kann ich mir besser hier den. Den für 17.000 mal krallen. Mal gucken. Oh, Silber wurde ich überboten. Die Schwänze, ey. Den will ich haben. Die geile Sau. Ach komm, jetzt bieten die auch noch mit, die Penner, ey. Wir wollen hier doch eine Mannschaft bekommen. Ja, David Silva können wir unser eigenen. Das war mit falscher Aufstellung und falscher Position. Aber das können wir noch deichseln. In die aktive Mannschaft. Dann haben wir den. Der Modric kommt in 20 Minuten. Und der Navas auch. So. Wer fehlt denn noch? RV fällt uns noch, ne? Juan Fan. Ich glaube, ich werde eher den ausprobieren. Der hat ja auch keine schlechten Werte. Wieso finde ich den denn jetzt nicht hier in der Ultimate 2D? Da! Nee, ist er nicht. Doch. Wer hätte ihn denn da für 15.000 drin stehen? Der wird mir hier für 1.300 angezeigt. Ach, deshalb wahrscheinlich. Einfach zu hoch bin mit meinem Preis. Kauf also erstmal einen Schnapper hier. Hat 1.300 wert. Ja, ist ja richtig teuer. Auf jeden Fall richtig teuer. 1500 Sofortkauf auf jeden. 1100 Sofortkauf. Ich glaube, den snack ich mir direkt hier für 1100. Das ist so günstig. So. Jetzt zuweisen. Da haben wir sogar ein Sofortkauf-Schnäppchen richtig gefunden. 200 günstiger als der Durchschnitt. Was will man mehr? So, dann gucken wir meiner Mannschaft nach, wie wir jetzt alles haben. Drei Spieler haben wir jetzt schon. Fabregas, David Silva, Juan Fan auf die Linken bieten wir gerade. Ach ne, Marcelo muss ich mir noch einen neuen suchen und den RS, genau. Muss mir noch einen neuen Marcelo suchen. Wie teuer ist denn hier der dumme... Ach, Marcelo war 47, naja, mach ich das erst. Bevor wir nach dem Torres gucken. Ein RV aus Brasilien.
Keine zu finden für die Aufstellung. Oh, Dani Alves haben wir gefunden. Ach, wir brauchen noch einen LV. Ah, das ist ja Nubi-Nubi hier. Was machen wir denn hier? Und direkt den Verein. Gibt das ja hier keinen. Jay, was machst du denn da? Mich muten. Ach, dich muten? Oh, einen günstigen Marcelo finden wir gerade nicht, oder was? Hä? Brasilien? Hä? Wieso finde ich denn nur den Coentrao? Höchstpreis ist doch 61.000 und sonst alles. Gold, linker Verteidiger, Real Madrid. Da ist Marcelo. Alter, wie buggy das System ist, ey. Da kann ich ja kotzen. So, finden wir hier noch ein bisschen Marcelo. 4 Minuten läuft einer aus. Oder ein 5. Ich glaube, wir kaufen es. Nee. Da hätten wir auch 57 mitbieten können. Damn it! Egal, der kriegt sowieso eine gute Chemie. Mal seine Verzweigung. So, da dauert es auch noch ein bisschen. Und einen Stürmer suchen wir uns jetzt mal aus. Aber erstmal den Terrace. Der ist aber nicht so viel wert. Wie viel ist er wert? 40.000. Nationalität. Spanien. Ist er doch noch was wert, der kleine Torres. Da brauche ich am besten auch 4-3-2-1. 40.000 wert. 35 wieder drin. Beobachtungsliste. Oh, 25. Ah, 4-3-1-2. 4-2-3-1. Wir suchen nochmal einen 4-3-2-1. Richtig. Ah, da gibt's doch den einen oder anderen. Alle für 40.000. Jawohl. Und 2 Stunden. Geil. 47.000 Sofortkauf, 44.000 Sofortkauf. Schade, kein Schnapper dabei. Naja, wir werden weiterhin verfolgen. Ach, das ist Torres. 14 Minuten. Wurde natürlich bei Marcelo überboten. Da haben wir 2 Torres-Dinger. Ja, wir verabschieden uns erstmal wieder. Ich mache hier noch weiter. Haben wir ja wieder eine richtig lange Folge, ey. Tschüss! Zeit vergeht hier. Wenn man die ganze Zeit handelt. Na, Leute, der Jay war auch mit dabei. Wow, hat richtig viel gesagt. Gegen den werden wir bestimmt mal ein Spiel machen, wenn wir unsere neue Mannschaft haben. Ja, bitte. Vielleicht gleich ja sogar noch. Also für euch morgen. Mal schauen. Bis dahin, Leute. Tschüss.